Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, das mir ja recht schwer fällt auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zwar ja, wurde ich mit, also ich sag's jetzt gleich am Anfang, wurde ich mit 14, das war auch 2014, gewatscht von einer alten Frau. Bin tot. Aber Ja. wir reden jetzt einfach weiter. Ja, es war schlimm. Also ich denke, das kann man sich vorstellen. Ich erkläre jetzt mal, also es hat mich auch sehr, sehr mitgenommen damals. Damals, das war in Grado, Urlaub. Und Entschuldigung, Es ist kurzer so schlimm. Breakdown. Du musst mehr deppernder klingen. Ja, okay. Das lass so drinnen. Es war so, ich, der Notizel und zwei andere waren auf einem Spielplatz. Bitte Ja, nicht kurz, wenn du lachst, okay? okay. Ich schaff's nicht, wenn du doch lachst. Okay, passt. Weiter. Ich war dort eben mit Notizen und zwei anderen, seiner Schwester und meinem kleinen Bruder, und mein kleiner Bruder und der Notizel haben dort, ich weiß nicht, ein Mädchen geschlagen. Was habt ihr da? Scheiße, was habt ihr da gedacht? Auf jeden Fall irgendwas nicht so Nettes mit einem Mädchen getrieben. Und ich war da Mit jetzt nicht Totenstößen. involviert, bin dort zwar Ja, gewesen, habe aber dann gesagt, eigentlich sie sollen. Rox. Ja, Rox, lass mich bitte ausreden. Ja, okay. Sag kurz, was hast du Schlimmes getan? Also, das Mädchen, das ich geschlagen habe. Das Mädchen, das ich. Ist nicht witzig, Leute. Das Mädchen, das ich geschlagen habe, das tut mir so unfassbar leid, weil ich wollte es gar nicht schlagen und es ist einfach so aus mir rausgeholt. Und ich hoffe, sie kann mir halt verzeihen, weil ich wollte es eigentlich gar nicht. Und ich wollte nicht, Ich dass wurde es so, gekickt. ich wollte nicht, dass es so ausartet und nein, ich wollte es einfach nicht und Ich auch ja, nicht. das betrifft mich jetzt auch im späteren Leben noch. Ich habe immer noch Albträume davon, wie diese alte Oma gekommen ist. Moment, ich muss kurz erzählen, was dann passiert ist. Sie wissen ja noch gar nicht, was dann passiert ist. Und die haben eben dieses Mädchen offenbar geschlagen. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe das nicht so ganz mitgekriegt, aber. So dürfte es gewesen sein. Ich war jedenfalls auch auf diesem Spielplatz Hi. und war. Oh, fuck. Entschuldigung. Aua. Sorry. Und Bam. Immer. ich renne einfach dir hinterher, dann passiert mir nichts. Auf jeden Fall, ich war auch auf diesem Spielplatz damals und Nice. hab dann irgendwie gar nicht mitgekriegt, was da war. Und dann kam plötzlich diese alte Oma auf mich zu und hat mir erstmal eine runtergehauen. Ohne jeden Grund einfach, also sie wusste jetzt, sie dachte wohl wahrscheinlich, dass ich das war, aber sie wusste es jetzt nicht. Also sie hat einfach mal vermutet, ja, da könnte es sein. Bam, hauen wir immer runter. Hat mich dann auch sehr schwer getroffen. Dann ist auch ihre Tochter gekommen und hat gesagt, oh fuck, da ist ein Feind. Ich dachte, das wärst du am Anfang. Oh. Ich bin so übel schlecht geworden, seit ich im Urlaub war. Ich nicht. Ich bin immer gut. On Fleet. Jetzt bin ich tot. Ich auch. Halbes Herz. Oh, jetzt bin ich tot. Auf jeden Fall. Ich hatte jetzt keine Ahnung, was macht die da. Wusste auch am Anfang gar nicht, wie mir geschieht. Plötzlich, warm, hat sie mir eine runtergehauen. Ja, warte mal. Ja. Dann hat ihre Also, Tochter gesagt, oder ihre Enkelin hat dann gesagt, dass ich es nicht bin. Und dann hat sie es aber trotzdem komplett ausgeflippt und hat gesagt, nein, sie will jetzt Fotos von mir machen, für die Polizei, sie zeigt mich an. Ihre Enkelin die ganze Zeit, nein, der war es nicht, das waren die da drinnen, der war es nicht. Na, sie ist, da macht sie jetzt Fotos, hat dann auch ein paar Fotos von mir gemacht. Ich hoffe, ich habe recht schön drauf ausgeschaut, habe auf jeden Fall breit gegrinst. ja, Rox. Ja. Ich wollte auch noch was zu dem Thema sagen. Ja, sag Also, das noch ganz kurz. Dein man Gesicht muss es erwähnen. ja erstmal verarbeiten. Nimmst du noch auf? Ja.
Also Entschuldigung, weil du hast ja gerade ganz kurz gesagt und du musst ja das erstmal verarbeiten, wenn du Ja, genau. dabei bist Stimmt, dann ist es halt auch was ganz und anderes. eine Freundin dich, also eine alte Frau, dein Kumpel, Ich würde schon auch so sagen, dass eine es eine Freundin von mir ist runterhaust, jetzt auch. dass du noch denkst, dass du selber geschlagen wurdest wegen dem Windzug. Und das hat mich schon sehr geistig beeinträchtigt. Und Bis heute habe ich Albträume davon. der Notizzettel, der hat so schlimm ausgeschaut. Wir können ja ein Foto davon einblenden, wie er zusammengeschlagen wurde. Er hat drüber geblutet. Nein, das blenden wir jetzt nicht ein. Das ist nämlich ein anderes Foto. Aber doch. Auf jeden Fall hat sie dann auch die beiden gefunden, rausgezerrt aus diesem Teil, wo sie drin waren auf dem Spielplatz, so ein Bälle-Teil, Bad, keine Ahnung. Und wollte dann auch den, oh, ich bin schon tot, wollte dann auch die anderen beiden schlagen. Da ist aber dann die Schwester vom Notizel dazwischen gegangen und hat ihn. Eine Heldin, eine richtige Heldin. Ohne sie, was Wären beide wäre tot wohl aus wahrscheinlich mir heutzutage. Ja, Hi. und so haben sie dann überlebt. Genau, aber War man muss knapp. schon sagen, im Nachhinein, dass es eine richtig gefährliche Geschichte war. Ja. Weil, ich meine, im Urlaub, Allein, dass sie da uns hat man anzeigen schon wollte, öfter. nachdem sie mich geschlagen hat. Ja. Und dann sind sie halt Also, man heldenhaft die muss ganze sagen, Gruppe weggegangen ganz kurz noch zur und Erklärung, der Notiz ist jetzt geschlagen. kein Mann, der irgendein kleines Erstmal Mädchen geschlagen. geschlagen hat, sondern es ist ein kleiner Junge damals gewesen. Jetzt ist er natürlich ein erwachsener, bärtiger Mann. Aber damals war er noch ein kleiner Junge, der selber, keine Ahnung, wie alt warst du da, 10? Wenn überhaupt. Und kann man das schlagen nennen? Ich meine, sie haben uns am Anfang beleidigt und dann gab es halt eine kleine Schlägerei. Da gab es halt so eine Gruppe von ihnen, das waren 6, 7 Leute gegen mich und einen Freund. Und na, was heißt doch Schlägerei? Das war eine kleine Auseinandersetzung. Verbal auch fast nur. Ja, und ich wollte das eigentlich gar nicht, aber mein Freund hat mich so in den Bann gerissen. Weil die haben uns auch schon aufgeregt und auch beleidigt und alles miteinander und es tut einfach so verdammt weh, wenn du weißt, dass du jemanden geschlagen hast, obwohl du es nicht wolltest. Und wenn ich jetzt im Nachhinein daran denke, ich muss einfach immer wieder, wenn ich daran denke, kommt mir wieder alles hoch. Und Ja. ich will das eigentlich nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr aushalten. Versteht ihr das? Ich will es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Auf jeden Fall eine sehr nette Frau, die dann auch behauptet hat, sie kennt sich da aus, wie dann Leute dazwischen gegangen sind und gesagt haben, sie soll sich verpissen, so in der Art. Hat sie gesagt, nein, sie weiß, was sie tut, sie darf jetzt meinen kleinen Bruder schlagen, weil sie ist ja Pädagogin. Peter. Genau, das hat man früher 90 und 70 auch so getan. Dann haben auch alle Beteiligten gesagt, ja gut, dann ist es okay, dann darf sie ihn schlagen. Und so ist die Geschichte ausgegangen. Aber richtig Natürlich gestört. Ich sind. bin Pädagogin, ich darf den schlagen. Lang, schwere. Bist du behindert oder was? Aber das Thema ist eigentlich ernst zu nehmen. Genau. Wir können nicht mehr schlafen ruhig. Ja, Wir genau. können es einfach Bis nicht mehr. heute, immer wenn ich alte Frauen denke, kriege ich Angst und möchte weglaufen, weil irgendwie habe ich dann immer Angst, dass sie mich Das dann doch Leben ist nicht schlagen oder so. so wie vorher. Es ist anders. Leute, glaubt nicht an die, die denken, das Leben wird gleich sein. Es wird anders sein. Ja. Wir die Illuminaten. Wenn ihr noch eine Folge Storytime wollt, dann gebt jetzt ein Like und Alter, war das eine schwule Geschichte. aber sie war wahr. Aber sie war wahr. Aber natürlich sind wir nicht geistig eingeschränkt oder Also irgendwas Notizen sonst schon ein was. bisschen, aber das ist jetzt ein anderes Thema, hat nichts mit der Geschichte zu tun. Ey! Auf jeden Fall gebt ein Like und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.